Vor einem Dreivierteljahr ist Conny von der Genossenschaft auf die Idee gekommen, nachdem viele Taz-Panther-Workshops zu Osteuropa stattgefunden haben, Mensch, wir können doch vielleicht sowas jetzt auch mal mit Kuba machen, da ändern sich doch Dinge. Ich war am Anfang extrem skeptisch, ob das funktionieren könnte als Lateinamerika-Redakteur, der wusste, wie schwer manche Sachen noch sind. Und war mir auch nicht sicher, wie wir das richtig einfädeln müssen. Müssen wir über die Botschaft gehen, müssen wir das offiziell machen, müssen wir über die Redaktionsleitungen gehen. Wir haben dann irgendwann einen Weg gefunden und haben die Leute direkt eingeladen, die wir da auf der Liste haben. Es sind Leute aus staatlichen Medien und auch unabhängigen Medien, es sind Männer und Frauen, es sind alles junge Journalisten, die jetzt gekommen sind. Und es sind welche, die in Havanna, in der Hauptstadt arbeiten und viele, die aus der Provinz kommen. Wir haben ein Programm zusammengestellt, was eben Besuche bei vielen Medien einschließt, um ihnen Eindrücke zu verschaffen. Wir haben nicht den Anspruch gehabt, ihnen was beibringen zu wollen. Es ging jetzt nicht darum, ihnen Journalismus beizubringen, das können die schon, sondern es ging um den Gedankenaustausch. Wir haben sehr viele Redaktionen besucht. Wir waren beim Neuen Deutschland, wir waren bei der Jungen Welt, beides ja Zeitungen, die eine Geschichte haben, die sehr an die noch existierenden kubanischen Staatsmedien erinnert. Und wir dachten, dass es interessant wäre, für die Kubaner zu sehen, wie verhalten sich so eine Medien, wie positionieren sich solche Medien dann nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus. Das war auch tatsächlich interessant. Aber genauso haben wir besucht den Reichstag mit Christian Ströbele. Wir waren beim ARD-Hauptstadtstudio, wir waren bei der Deutschen Welle, wir waren bei Funkhaus Europa, also so eine vielsprachige, mehrsprachige Sendung. Wir waren in Hamburg bei Spiegel Online. Wir waren uns nicht so ganz sicher, wie sollen wir das handhaben. Es sind junge Leute, wir müssen nicht immer in 3-Sterne-Restaurants, können wir uns auch gar nicht leisten. Aber ihr Highlight eigentlich als Ort, wo wir hingegangen sind, um was zu trinken, war das Clash im Mehringhof. Also der alte Ort der autonomen Szene in Berlin, das fanden sie total anregend. Sie meinten, sowas fehlt uns auf Kuba, so ein Ort, wo man trinken kann zu einigermaßen günstigen Preisen, sich intellektuell austauschen und einfach gut zusammen abhängen kann. Überall haben wir viel erfahren und viele interessante Debatten gehabt über, wie wird hier gearbeitet. Überall kam auch klar raus, wie schwierig das Thema der Finanzierung von Journalismus ist, insbesondere unabhängigem Journalismus. Und ich habe von vielen gehört, dass sie zum Beispiel das Gespräch mit Daniel Trepper von Korrektiv, also der neuen, vor einem Jahr gegründeten kleinen Organisation, die sich um investigativen Journalismus bemüht und den auf Spendenbasis finanziert, dass sie das extrem spannend fanden, weil sie da auch Anknüpfungspunkte an Möglichkeiten unabhängigen Journalismus in Kuba gesehen haben. Also inhaltlich war eine der spannendsten Diskussionen tatsächlich die bei Reporter ohne Grenzen, wo ja eben Kuba in einem ganz, ganz schlechten Platz steht. Kuba ist schwarz markiert, das ist der schlechteste Rang, den man haben kann. Und direkt daneben auf der großen Landkarte sieht man Mexiko, das ist rot markiert. Und das hat die Leute sehr wütend gemacht. Und das war total spannend zu sehen, wie wir uns dann lang diskutiert haben an Kriterien dafür, wie bemisst sich eigentlich Pressefreiheit. Für unsere Gäste waren das auch ein Haufen neuer Eindrücke. Natürlich Deutschland, natürlich auch einfach gucken, wie sieht es hier aus, wie leben die Leute, dass die Busse pünktlich kommen, dass sie mir dann sagen, wenn wir eine Straßenbahn vor der Nase haben, weißt du, hier braucht man nicht rennen. In Kuba müsstest du rennen, aber hier kommt in 5 Minuten die nächste, das ist okay. So kleine Sachen, an sowas habe ich natürlich gar nicht gedacht. Also ich glaube, sie haben sehr, sehr viele spannende Eindrücke mitgenommen und ja, ich hoffe, wir können es wieder machen.